Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hallo Leben Box von Sotiria. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hallo Leben von Sotiria, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das Debütalbum von Sotiria. Wir haben hier eine recht flache Box, rechteckig hier im Hochformat. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier rechts noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Limited Fanbox inklusive Unheilig Demo-CD mit 12 unveröffentlichten Originalsongs plus Poster und Postkarten. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal die Folie aufschneiden. Hier an der Seite bei der Schweißnaht. Und dann schauen wir mal, wie die Box aussieht. So, der Sticker geht jetzt ab. Und das ist dann die Box hier oben. Ich schnell nochmal drüber. So. Hier oben lesen wir Sotiria Hallo Leben. Dann haben wir hier auch noch das Logo. Und es sieht so aus wie so ein bisschen ein schummriger Sternenhimmel. Hier unten dann noch schwarzer Wald und Berge zu sehen. Hallo Leben auf der Seite. Und hier nochmals Sotiria Hallo Leben. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist und zwar haben wir hier CD1, das ist das Album, 17 Tracks an der Zahl und zweimal können wir hier sehen mit Unheilig, also Hallo Leben mit Unheilig und mit dir mit Unheilig. Und dann haben wir die CD2, das ist die Unheilig Demo-CD. Hier haben wir dann auch nochmal 12 Tracks mit drauf. Hier unten dann die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich dann hier aufklappen. So, als erstes haben wir hier einmal die Demo-CD von Unheilig. Dann haben wir das Album an sich, Hallo Leben. Eine Autogrammkarte. Diverse Postkarten, so Fotokarten, 4 Stück. Und ein Poster. Von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und nachdem das Album hier noch in Folie ist, werden wir auch das mal aus der Folie schneiden. Der Rest kommt dabei noch zur Seite. Und auch hier lesen wir wieder einen Sticker. Und zwar sehen wir hier die Erbin des Grafen. Das Debütalbum inklusive den Duetten Hallo Leben und mit dir mit Unheilig. Ja, also die Dame Sotiria, die war früher unterwegs mit einer Band und zwar war sie die Sängerin der Band Eisblume oder ist es vielleicht sogar auch immer noch, aber jetzt eben auch als Solokünstlerin mehr oder weniger unterwegs und sie ist eben auch sehr gut befreundet mit dem Grafen von Unheilig, der sie da unterstützt bei ihrem musikalischen Schaffen. So, das ist die CD, das ist das Album Sotiria Hallo Leben. Kommt in einem regulären Jewelcase und hier haben wir die Dame abgebildet. Auf der Seite Sotiria Hallo Leben und auf der Rückseite die Tracklist und der nackte Rücken der Frau. So, wir haben hier auch wieder die insgesamt 17 Tracks aufgelistet. Wie gesagt, zweimal Unheilig mit dabei. Beteiligte und Barcode, also die CD, das Album gibt es auch natürlich so regulär zu kaufen, ohne die Box. Als erstes kommen wir zum Booklet. Was haben wir hier? Wir haben hier die gesamten Lyrics. Bedeutet, wir haben die einzelnen Tracks hier Wort für Wort abgetippt. Wunderbar. Weitere Fotos von Sotiria. So sieht das aus. Also, jede Menge Text und schöne Fotos immer noch mit dabei. Ein doppelseitiges Foto, das sieht echt heftig aus. Ich glaube, das haben wir dann auch noch auf der einen Fotokarte. In der Unendlichkeit soll unsere Heimat sein. Weitere Fotos und natürlich weitere Lyrics.
Und zum Abschluss haben wir dann hier noch eine Danksagung bzw. eine Widmung, liebe Unheilig-Fans. Dann haben wir hier die Danksagung. Hier steht sogar auch noch, ich umarme euch, euer Graf. Also auch er hat hier natürlich sich zu Wort gemeldet. Und zum Abschluss gibt es dann noch die Credits zum Album. Willkommen in meinem Leben, es wäre schön, wenn du bleibst. Und hier sehen wir so durch ein Schlüsselloch die Interpretin am Klavier sitzen. So, das war's zum Booklet. Dann kommen wir zur Album-CD. Die ist hier in Schwarz und Silber gehalten. Sieht so aus, ganz klassisch, der Name der Interpretin und der Albumtitel. Rückseite schwarz. Aber wir haben auch noch eine zweite CD, und zwar die Unheilig-Demo-CD. Bedeutet so die, ja, mitunter die ersten Tracks von Unheilig hier mit drauf. 12 Stück an der Zahl, die sind hier so in Schreibschrift aufgeschrieben. Die gibt es wirklich hier nur in dieser Box, also die kann man nicht so erwerben. Das ist die CD. Und die kommt hier in einer Papphülle. So, wir kommen zu weiteren Inhalten. Und zwar haben wir hier zum ersten Mal eine Autogrammkarte. Und auch hier sehen wir wieder die Zusammenarbeit. Hier sind auch beide abgebildet, sowohl Soteria als auch der Graf. Hier mit diesem Leuchtturm. Und dann die beiden hier so in diesem Comic-Stil. Aber die Unterschrift, die ist hier mit schwarzem Stift, die ist original. Auf der Rückseite so im Postkarten-Layout. Also die Autogrammkarte im Hochformat. Und dann haben wir noch Fotokarten. 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl. Einmal diese hier, unbesiegbar sein. Im Hochformat. Dann der Graf. In einer verschneiten Landschaft mit dem Leuchtturm im Hintergrund. Erinnert mich so etwas an Gipfelstürmer, an sein Album. Oder an das Unheilige Album. Dann nochmal der Graf hier mit Ausblick zum Horizont. Auch wieder hier der Leuchtturm zu sehen. Und die vierte Karte, das ist die, die ich angesprochen hatte im Booklet, als es dieses doppelseitige Foto da gab. In der Unendlichkeit soll unsere Heimat sein hier. Zwischen diesen mächtigen weißen Säulen. Und hier gibt es dann noch diese schwarzen Luftballons. Alle diese vier Karten vom Hintergrund, also von der Rückseite, auch wieder in diesem Postkarten-Layout. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Poster mit dabei. Das ist recht groß. Und zwar haben wir hier auf dem Poster die Abbildung, wo haben wir sie? Hier, die wir auch schon auf der Autogrammkarte hatten. Also dieses Motiv, ohne Unterschriften natürlich, haben wir hier auf dem Poster. Hier unten die beiden Namen, die Interpreten. Und hier dann dieser Fels mit dem einsamen Leuchtturm. Und darüber dann in den Sternen links die Dame und rechts der Graf. Ja, das Poster, einseitig bedruckt, Rückseite weiß und wie gesagt im Hochformat. So, dann packen wir das wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Dann die Autogrammkarte, ebenfalls im Hochformat, von beiden unterschrieben. Die vier Fotokarten, zweimal Soteria und zweimal der Graf, jeweils zwei im Hochformat und zwei im Querformat. Das Bonusalbum, die Demo-CD von Unheilig mit insgesamt 12 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Hallo Leben im Jewelcase mit insgesamt 17 Tracks und zwei Gastbeiträgen von Unheilig. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Hallo Leben von Soteria. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Soteria unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.